Ich bin Sarah, 29 Jahre jung. Ich bin Larissa, ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Sophia, ich bin 17 Jahre alt. Ich bin Vera, 23 Jahre alt. Ich bin Victoria, ich bin 29 Jahre alt. Tech-Bloggerin und YouTuberin mit einem Kanal namens Verbloggt. Ich bin Elektroingenieurin vom Beruf, bin im Außendienst tätig und prüfe elektrische Anlagen. Ich bin Benny und bin die Gründerin von Clea. Ich drehe Technikvideos für YouTube. Ich studiere gerade Informatik im Master an der ETH Zürich. Ich komme aus Böblingen, Baden-Württemberg und ich programmiere in meiner Freizeit. Sehr gut. Okay. Sehr gut. Na ihr, ich wollte mich selbst beim Thema Frauen und Technik abholen und hatte die Ehre, mit 5 Kolleginnen aus der Tech-Welt sprechen zu können. Freut euch auf nüchterne und so gar nicht emotionale oder dramatische Talks mit Gedanken, die eigentlich schon selbstverständlich, fast banal sein sollten. Tja, sollten. In den Köpfen sind wir zwar schon weiter, aber es scheint, dass Dinge wie Frauenquote immer noch irgendwie eine Rolle spielen oder dass fehlende Frauen in Führungspositionen und technischen Berufen laut aktuellen Zahlen nur noch so ein Generation-Ding sind, oder haben wir noch was vergessen? Vielleicht finden wir das heraus, wenn wir Menschen einfach mal erzählen lassen. Also Bühne frei für unsere Branchenkolleginnen. Erzählt doch mal, warum interessiert ihr euch für Technik? Ich interessiere mich für Technik, weil Technik unser Leben einfacher und auch interessanter macht. Ich interessiere mich für Technik, weil es ein sehr spannendes Themengebiet ist und es einfach in unserem Alltag so eine allgegenwärtige Rolle spielt. Und mich hat einfach schon immer interessiert, also wie funktionieren Sachen, tiefer reinzugehen und zu sagen, also warum funktioniert das und was sind die Prozesse dahinter. Ich würde sagen, der Hauptgrund ist mein Vater gewesen, damals, als er mich und meine Schwester in diese Technikwelt eingeführt hat. Vor allen Dingen die Frage, was kann ein Gerät und wie funktioniert es, hat mich immer besonders interessiert. Ich interessiere mich für Technik, weil meine gesamte Familie ist ziemlich naturwissenschaftlich. Mein Vater ist Elektrotechniker, mein Bruder ist Informatiker, also er studiert in München. Ich möchte auf jeden Fall was mal in den Naturwissenschaften machen. Warum ich mich für Tech interessiere, ist relativ einfach. Als ich in Indien war, vor ca. 7 Jahren, habe ich zum ersten Mal gesehen, wie krass die Menschheit dort auch von Handys abhängig ist, beziehungsweise was für einen großen Einfluss man da alleine mit so einem kleinen Gerät haben kann. Und als ich dann zusätzlich noch bei Rocket Internet Startups mit aufgebaut habe und gemerkt habe, wie schnell man mit einem kleinen Team im technologischen Bereich die Welt bewegen kann, habe ich gewusst, das ist das, was ich machen möchte. Also noch ein Gebiet, für das ich mich sehr interessiere, sind die Neurowissenschaften. Und also ich lerne gerade ziemlich viel, weil ich auch an der Neurowissenschafts-Olympiade teilnehmen möchte. Und ich finde es ein interessantes Gebiet, also dass man das kombinieren könnte. Und ich möchte auf jeden Fall in die Forschung gehen und vielleicht an der Stanford studieren, Neurowissenschaften. Und dann habe ich ja direkt die Connections zu auch den großen Technikfirmen. Und Interdisziplinarität finde ich ziemlich interessant, dass so Gebiete zu kombinieren. Also ich bin nicht so die typische Frau, die sich für Schminke interessiert, weil mit Schminke sehe ich einfach nur besser aus. Aber Technik ist wirklich dafür da, Menschen auch zu helfen. Zum Beispiel bin ich jetzt auf der Arbeit beim TÜV zuständig für die Prüfung elektrischer Anlagen, also Brandmeldeanlagen, Sicherheitsbeleuchtung. Und das macht eben unser Leben einfach auch sicherer. Gut, sind die Grundlagen geklärt. Die einen waren früher, die anderen später im Thema. Aber warum diese Unterschiede? Ist das etwa ein komplexes Erziehungsding? Gucken wir uns die durchschnittlichen Kinderzimmer mal überspitzt an. Sieht bei den Jungs so aus und bei den Mädchen so. Und das, obwohl vor etwa 100 Jahren rosa noch die Farbe der Männer war. Oder sind die Gründe doch total banal? Wie ist denn das Thema Tech zu euch gekommen? Ich hatte nicht so die typische Erziehung. Meine Mutter wollte immer, dass ich früher Mädchenkleider trage. Mein Papa war das ziemlich egal. Ich glaube, ich wurde anders erzogen als meine Freundin. Also es gibt halt nicht diesen einen Punkt, wo man sagen könnte, das war jetzt der Auslöser dafür. Ich hatte auf der einen Seite dann auch noch weibliche Freundinnen, mit denen habe ich immer mit Puppen gespielt und auch mit Babyborn und sowas. Dann auf der anderen Seite hatte ich meinen Zwillingsbruder, der dann dafür gesorgt hat, dass ich auf die Technikschiene komme. Also wir haben dann mit Lego Technik gespielt, mit Carrera-Autos. Mein Bruder, weil er eben Informatiker ist und mein Vater Elektrotechniker, so hatte ich immer schon so ein Faible dazu und wir reden auch oft darüber. Meine Mutter unterstützt es total. Also so allgemein für Technik habe ich mich eigentlich schon immer interessiert, aber also jetzt speziell für Informatik habe ich angefangen zu programmieren in der Schule, als wir einen Einparkroboter programmiert haben in Lego Mindstorms. Das war so ein halbjähriges Projekt, das ich mit einer Freundin zusammen gemacht habe und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, dass ich da weiter mehr lernen wollte. Mit 14 habe ich angefangen zu programmieren, und zwar nur kleinere Projekte zu machen. Zum Beispiel ein Arduino habe ich programmiert für ein Schulprojekt oder auch ein Lego Mindstorm.
Ich würde sagen, im Kindesalter war das schon eher, ja, da war ich alleine damit. Das hat sich so ein bisschen gewandelt. In der Pubertät waren dann andere Sachen interessant. Danach, also so nach meinem Teenageralter, würde ich sagen, hat es dann so richtig wieder angefangen. Da wurde das dann irgendwie wieder das Feuer belebt. Ich habe ja auch ein Studium angefangen, was eher in die technische Richtung geht. Und das haben viele meiner Freundinnen nicht verstanden, die dann eher so in die Kunstgeschichte oder Germanistik-Richtung abgedriftet sind. Auf der einen Seite hat mein Papa mit mir, als ich glaube 6 Jahre alt war, schon völlig verrückte Computerspiele auf dem Computer gespielt. Und dass ich das sehr spannend fand, war, als ich in der Schule dann auch wirklich Informatik hatte, weil die Logik dahinter fand ich sehr cool. Aber in der Tat war es schon so, ich war das einzige Mädchen, was irgendwie Spaß dran hat und es auch verstanden hat. Und ich glaube, retrospektiv, wenn ich nochmal studieren würde, würde ich auf jeden Fall auch Informatik studieren tatsächlich. Es ist also eine Mischung aus mach, was dir gefällt und haptischen Erlebnissen. Mir selbst fallen hunderte Dinge ein, mit denen ich als Kind gespielt habe oder auch später die Sachen, die ich vor allem mit meinem Vater geschraubt und gelötet habe. Wenn es bei Mädchen also nicht der übliche Scheiß wie Puppen waren, ist es da dumm anzunehmen, dass es dann auf jeden Fall andere technische Geräte sein mussten, als die, mit denen wir Jungs zu tun hatten? Das erste technische Gerät, mit dem ich so in Berührung gekommen bin, waren die alten Radios von meinem Vater. Der hat die damals gesammelt und hat die auseinandergeschraubt. Und ich und meine Schwester, wir haben da immer dabei zugeschaut und sehr viel Haptik dabei. Und ich glaube, das ist halt, das macht es erlebbar auch fürs Kind. Also mein erstes Gadget in der Hand hatte ich, glaube ich, schon mit 10 Jahre sein, als ich Nintendo 64 gespielt habe. Meinen ersten Kontakt mit Technik hatte ich tatsächlich mit dem Gameboy. Es hat einfach nur Spaß gemacht, sich in diese virtuelle Welt zu versetzen und dann mit dem Gameboy quasi zu spielen und in so einer anderen Welt zu sein. Aber erst durch die Digitalisierung im Sinne von Web-Anwendungen und dann auch wirklich durch das iPhone, was erst kam, als ich Anfang 20 war, hat mich das wirklich fasziniert. Also mein allererstes eigenes technisches Gerät war ein blauer iPod Shuffle, ein Geschenk von meinem Onkel. Also von technischer Seite war das eigentlich mein erstes MacBook, weil das einfach alles so gut funktioniert hat und man damit auch so viele Sachen machen konnte. Dass es einfach so ein Werkzeug ist, um Sachen zu bewegen und Projekte umzusetzen und ja, Dinge zu verändern. Okay, und was ist mit all den anderen weiblichen Mitmenschen? Wird dem Rest das Thema Technik vorenthalten? Ist es nicht normal, wenn Mädchen anfangen zu programmieren? Doch was ist da überhaupt normal? Allein schon durch solche Überlegungen und Fragen werden Frauen an eine Ecke gestellt, in der sie sich oft für ihre anderen Interessen rechtfertigen müssen. Aber das müssen Männer ebenso, wenn sie sich nicht für Technik oder Autos interessieren, kein Ingenieur werden wollen, sondern in noch zu vielen Köpfen scheint der Scheiß einfach verankert, oder? Bei meiner Familie musste ich mich eigentlich nie rechtfertigen, dass ich mich für Technik interessiere. Also ich habe einen größeren Bruder und wir beide wurden eigentlich also nie unterschiedlich behandelt. Also es war nie irgendwie ein Thema, ob ich jetzt eine Frau bin oder eher ein Mann. Und meine Eltern war eigentlich immer nur wichtig, dass wir was machen, was uns Spaß macht. Und dann haben die uns da auch immer dann weiter darin unterstützt. Aber in der Schule wurde ich oft deswegen auch gemobbt, weil ich halt auch teilweise so Männerklamotten angezogen hatte oder beziehungsweise Jungsklamotten damals noch und die ein bisschen schlabberig waren und ich eben mich auch nicht für Schminke oder Jungs interessiert hatte. Und dadurch, dass ich halt selbstbewusst immer mein Ding durchgezogen habe, wurde das irgendwann auch akzeptiert. Mittlerweile ist es einfach so, dass ich trotz meiner Eigenschaften, mich für Technik zu interessieren, trotzdem akzeptiert werde und deswegen auch geschätzt werde. Ja, meine Familie und meine Freunde haben mich eigentlich immer unterstützt. Also es ist aber nur so, dass ich eben die Einzige bin, die programmiert aus meinem Freundeskreis. Und man merkt schon, dass es eben nicht so bekannt ist oder so beliebt unter meinen Freundinnen. Wir sind nur 3 Mädchen im Informatikkurs in der Oberstufe. Ich glaube, als Frau in der Technikbranche muss man sich heutzutage immer noch behaupten. Ich kriege zwar sehr viel positive Rückmeldungen auf meine Videos beispielsweise oder auf meine Artikel, aber es sind auch stellenweise sehr, ja, geschlechterspezifische Hasskommentare dabei, wo dann irgendwie gesagt wird, du als Frau kannst ja eh nichts, ohne das Video überhaupt gesehen zu haben beispielsweise. Ich mache ja unter Frau Technik Technik-Videos. Ich sage das eher so, dass das Hater-Kommentare sind. Boah, du hässliche Lesbe oder irgendwie sowas. Und ganz ehrlich, da muss man drüber stehen, wenn man sowas macht. Wenn ich etwas gut finde oder etwas erreichen will, dann sollte ich diesen Weg auch gehen. Und wenn andere versuchen, mir das auszureden, dann liegt das nur daran, weil andere vielleicht nicht glauben, dass ich das schaffen kann oder es selber nicht geschafft haben und mir das deswegen ausreden wollen. Für mich die Hauptherausforderung ist tatsächlich der Umgang mit Investoren. In meinem Tech-Bereich geht es ja um die Schwangerschaft, also um den sogenannten Fem-Check. Und da ist zum einen das Problem, die meisten Investoren sind männlich und verstehen zum einen gar nicht das Problem, was ich von unserer App lösen möchte. Das ist für die eher so nice to have und verstehen die Zielgruppe nicht genug. Und zum anderen ist leider das Thema, was nicht nur ich höre, sondern auch viele andere weibliche Gründerinnen, dass wir immer gefühlt unsicher wirken,
einfach nicht so stark im Verkaufen sind, bloß selbst wie unsere männlichen Gegenspieler. Bei mir war das zum Beispiel mal so, dass ich zu einem Kunden gefahren bin. Der hat mich dann direkt als erstes gefragt, ob ich direkt von der Uni komme, ob ich eine Ausbildung habe, also praktische Erfahrung habe. Habe ihm dann auch darauf geantwortet, dass ich eine Ausbildung habe und auch schon länger jetzt in diesem Beruf tätig bin. Und bin dann den ganzen Tag auch mit dem rumgelaufen und war am nächsten Tag dann nochmal bei demselben Kunden. Also er hat dann gesagt so, Frau Beckmann, ich habe ja gestern gedacht, als sie aus dem Auto kam, so, oh mein Gott, eine junge Frau, gerade erst mit der Schule fertig, die hat keine Ahnung. Und normalerweise sind mir ja auch immer ältere Männer lieber, die sehr viel Erfahrung schon haben. Für mich war das einfach wie so ein richtiges Kompliment, weil ich habe mich dann richtig gefreut darüber, dass diese Vorurteile, die er am ersten Tag hatte, am zweiten Tag dann weggeräumt waren. Ich habe tatsächlich eigentlich erst sehr spät mitbekommen, also wie entmutigend bei anderen Frauen teilweise das Umfeld war, weshalb ich mich dann auch später dann mehr engagiert habe, um vor allem halt jüngeren Frauen dann auch mehr zu helfen und halt auch ein bisschen ein Vorbild zu sein und sie zu ermutigen, auch in sich zu trauen, in die technische Branche zu gehen. Ausgrenzung, Entmutigung und Erniedrigung, kein Verständnis für weibliche Themen, die bescheuerten Klassiker. Aber doch hoffentlich nicht bei der breiten Masse, oder? Werden Frauen also weniger ernst genommen, nur weil es nicht die Befindlichkeiten sind, die die Männer beschäftigen? Oder woran liegt das? Also ich denke, dass es eben schon zu Hause beginnt, dass Mädchen subtil nicht richtig unterstützt werden, weil, oder zumindest so war es bei mir, dass also meine Eltern haben mich schon anders behandelt als mein Bruder. Das hat man einfach gemerkt, dass mich gegenüber sind sie eben beschützender. Und so ein paar Ängste haben sie wohl auch auf mich übertragen. Also alleine jetzt zum Beispiel hier nach Kalifornien zu fliegen, auf einen anderen Kontinent, das war eben, ja so, da habe ich die ganze Zeit Kommentare gehört, dass ich eben auf meinen Bruder achten soll und so, dass er auf mich aufpassen soll. Und also ich bin schon ein bisschen unsicher, deshalb, ich denke, dass es generell Mädchen so ergeht, weil auch die zwei in meinem Informatikkurs, meine Freundinnen, die ja, glauben auch, dass sie wollen vielleicht in die Richtung Informatik, aber es eben nicht besonders weit schaffen werden, also nur so kleinere Jobs annehmen wollen. Und ja, so Jungs werden da mehr bestärkt dazu. Es gibt viele verschiedene Faktoren und Stellschrauben und sowas, die man halt drehen kann, um Mädchen mehr in diese technische Richtung zu bringen. Und das fängt dann eben an, schon allein in der Erziehung, im Schulsystem, bei Vorbildern. Ich denke, dieser ganze Frauen-in-Tech-Branche-Bereich, der muss sich noch entwickeln. Also das ist einfach ein Prozess, der gerade erst angestoßen ist. Und es ist ein Wandel in der Gesellschaft, der gerade stattfindet, wie auch in ganz vielen anderen Bereichen. Ich glaube, da muss sich auch noch viel in der Gesellschaft tun. Also gerade was das Schulsystem angeht. Mädchen lernen einfach anders als Jungs, meiner Meinung nach. Und wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, waren in diesen ganzen MINT-Fächern, die wir hatten, nur Männer. Also das heißt, wir Frauen oder wir Mädchen hatten gar kein Vorbild, an dem wir uns orientieren konnten. Man orientiert sich halt sehr stark an diesen ganz typischen Technik-YouTubern. Ich denke auch, dass Männer sich darauf einlassen müssen, dass es eine Sichtweise der Frauen auf Technik gibt. Ich glaube, es kommt da sehr stark darauf an, mit wem man spricht. Also wenn man Leute trifft, die nicht viel mit Informatik zu tun haben, sind sie ja nicht meistens sehr überrascht, dass man als Frau sozusagen in diesem technischen Bereich ist. Aber ich würde sagen, jetzt selber in größeren Firmen, also wie zum Beispiel bei Apple oder Google auch, dass es eigentlich also kein wirkliches Thema dann ist. Also dass es eigentlich sehr normal ist, dass da auch sehr gute Frauen sind. Also ob ich finde, dass die jüngere Generation für das Thema schon offener ist und anders umgeht als die ältere Generation, auf jeden Fall. Ich glaube, wo der große Unterschied liegt, ist, dass die Jungs und Männer in meinem Alter und auch die Jüngeren natürlich viel geschulter schon sind im Umgang mit diesem Thema. Gerade letztens war ich auf einer Investorenveranstaltung, da waren nur Gründer eingeladen und Investoren. Und der Investor kannte den, mit dem ich gerade da stand, und hat dann sich zu mir gedreht und gesagt, ach, du musst dann also eine Mitarbeiterin von ihm sein. Wie kann das denn sein, hier sind nur Investoren und Gründer eingeladen, wieso nimmt er bei mir automatisch an, dass ich eine Mitarbeiterin bin? Und der Typ war so alt wie ich. Also mir ist schon bewusst, dass ich in sehr eigentlich dann einem privilegierten Umfeld und wenig vorurteilbehafteten Umfeld aufgewachsen bin, aber ich habe mit vielen gesprochen, wo das eher weniger der Fall war, und ich glaube, dass man auch selbst versuchen muss, da Sachen zu machen, um mehr Leute dazu ermutigen, das zu machen, was sie wirklich wollen, und weniger halt bestehenden Vorurteilen zu folgen. Und da frage ich mich, bringen da Projekte wie Girls Day überhaupt was? Ich meine, nicht nur die Eltern sind in der Verantwortung, sondern auch Schulen. Da muss doch viel mehr gemacht werden. Mädchen brauchen hier auch weibliche Vorbilder. Doch wo sollen die herkommen, wenn Frauen klein gehalten bzw. klein geredet werden? Teufelskreis. Es liegt also nicht daran, dass Mädchen kein grundsätzliches Interesse an Technik haben. Schon in der Schule gibt es ein großes Interesse, doch im Laufe der Schullaufbahn verlieren sie das. Und
Und dann, wenn die wenigen von ihnen, die ihren Interessen weiter gefolgt sind, tatsächlich in technischen Berufen landen, sind die dort eine Minderheit und fallen auf. Und dann gibt es dann noch die Beweislast der Technikkompetenz. Man wird am Anfang extrem unterschätzt, dann weiß man was und die Überraschung über die Kompetenz ist groß und man hat damit den Status als Wissende erworben. Trotz des Frauenbonus, dass sie fragen dürfen, weil sie nicht gleich alles verstehen müssen, redet man deswegen noch immer von der Frauenquote? In manchen Firmen wird das zwar noch ausgelebt, dass eine gewisse Quote erfüllt werden muss. Ich bin aber der Meinung, dass es scheißegal ist, weil es kommt am Ende darauf an, was derjenige kann und nicht darauf, ob er weiblich oder männlich ist oder vielleicht sogar divers. Also das spielt in meinen Augen keine Rolle. Ich finde den Begriff Frauenquote nicht gut, weil es quasi heißt, dass Leute nur nach ihrem Geschlecht eingestellt werden und nicht nach dem, was sie können. Also ich finde auf jeden Fall, dass man Leute basierend auf ihren Qualifikationen einstellen sollte, aber es gibt also ja sehr differenzierte Meinungen zu dem Thema. Also ich denke, dass es schon wichtig ist, dass Frauen vertreten werden in großen Firmen und deswegen finde ich auch Apple gut, weil die wirklich daran arbeiten. Das hat man zum Beispiel gemerkt, indem die so Events wie Women at Breakfast veranstaltet haben und da war ich auch. Und wir haben dann einfach so große Unternehmerinnen Reden gehalten und es war ziemlich inspirierend. Und ich denke, dass es auch jungen Mädchen hilft. Ja, es ist wohl keine Selbstverständlichkeit, dass ich auch hier bin. Das sieht man ja auch, in der WWDC sind kaum Mädchen da. Aber was eigentlich schade ist, also es sollte es eigentlich sein. Man sollte auf jeden Fall versuchen, hier dran teilzunehmen und überhaupt an Wettbewerben. Insgesamt bin ich schon durchaus eine Feministin. Von daher finde ich erstmal die Diskussion um das Thema gut. Bevor es das Wort Frauenquote überhaupt gab, gab es die Diskussion darum überhaupt nicht. Da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, in der Tech- und Gründerwelt ist die Frauenquote noch schlechter als in den DAX-Konzernen. Und da denke ich mir, wie kann das denn eigentlich sein? Ich glaube, alleine wenn man Vorbilder hat und man sieht, hey, das sind weibliche Personen, die ein Unternehmen gegründet haben, allein das hilft ja auch schon wieder für Mädchen, die vielleicht gerade 12, 13 sind, die sehen, ach Mensch, guck mal, die hat es auch gemacht, dann kann ich das auch. Also eine Art Wortschöpfung, um sich besser zu fühlen. Das muss doch selbstverständlich sein, dass jemand aufgrund seines Könnens für einen Job genommen wird. Aber das aktuelle Defizit der älteren Generation stammt aus der Erziehung und dem Leben anderer Werte. Hier müssen wir ansetzen und dann werden wir ja sehen, ob Männer in bestimmten Jobs wirklich immer die bessere Wahl sind. Es bedarf also einer neuen Generation, damit Selbstverständlichkeit eintritt. Sieht man sich das schon ein bisschen als Vorbild? In gewisser Weise sehe ich mich als Frau Technik auch als Vorbild. Und zwar, um anderen Frauen auch zu zeigen, dass ihr machen könnt, was ihr wollt. Also wenn ihr Spaß an Technik habt oder Physik, dann lasst euch nicht davon abhalten, was andere denken oder wenn andere sagen, oh, das ist aber nicht typisch Frau, sondern macht es einfach, macht, worauf ihr Lust habt und habt Spaß dabei. Ich hoffe, dass ich ein Vorbild sein kann, ja, um zu zeigen, dass es möglich ist. Ich würde gerne natürlich eine Vorbildfunktion für junge Mädchen da draußen einnehmen, die sich auch für Technik interessieren und denen die Angst davon nehmen, diesen Schritt zu wagen und rauszugehen als Frau und zu sagen, ich interessiere mich für Technik und ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich glaube aber, so weit bin ich vielleicht noch nicht. Also mein Tech-Date-Format beispielsweise ist auch so ein Umgang als Frau mit Technik. Weil das ist eine Sichtweise von Frauen auf Technik und die kann sich von Männern unterscheiden. Ich glaube, wenn man das als Mann machen würde, käme das ein bisschen komisch rüber, aber ja, als Frau finde ich das ganz nett. Mich selbst als Frau gesehen auf keinen Fall, aber möchte ich gerne eins werden. Und wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, wo ich merke, da fühlen sich gerade auch jüngere Frauen angesprochen und inspiriert zum Selbstgründen beziehungsweise einfach auch inspiriert, tatenvoll voranzuschreiten, keine Angst zu haben. Wisst ihr, was geil wäre? Ein organisches Gleichgewicht, ohne irgendwelche Zwänge oder Voraussetzungen. Und das kann Normalität werden, aber nur, wenn wir unsere jetzige Normalität ändern. Aber was erhofft ihr euch denn von der Zukunft? Dass Kunden oder generell Leute, Frauen in Technikberufen keine Vorurteile gegenüber mehr haben. Dass Männer Frauen mehr unterstützen in dieser Branche und ihnen auch mehr zutrauen, mehr in Reflexion gehen, meiner Meinung nach. Dass es sehr schön wäre, wenn es halt weniger auch so Vorteile gibt, also dass man zum Beispiel weniger Spielsachen hat, die spezifisch auf ein Geschlecht gemünzt sind. Dass da noch mehr Leute einen Weg dazu finden, weil das ein wirklich spannendes Gebiet ist. Der Zugang zu Talenten, zumindest hier in Berlin, ein Riesenproblem, gute Mitarbeiter zu finden, vor allen Dingen auch im Tech-Bereich. Deswegen da draußen bitte studiert so viel Tech wie möglich. Das würde mir natürlich auch nicht helfen. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt. Und jetzt schaut euch auch deren Inhalte an. Und ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch zusammen.